Am 2. April 2010 waren in Isakiel die Karfreitagsgefechte mit zunächst 3 gefallenen Soldaten. Du warst damals Militärseelsorger in Kunduz. Was geht dir heute, 10 Jahre später, durch den Kopf? Ich heute hier am 2. April stehe und auf die Namen schaue der 3 gefallenen Soldaten damals, dann bin ich mitten im Lager. Dann bin ich mitten dort, in Gedanken, wo sich's damals ereignet hat. Und dort erinnert, dass damals eine große Lücke geschlagen wurde. Und für mich bekommt das Wort von der Zeit heilt die Wunden immer wieder eine ganz neue Bedeutung, wenn ich hier stehe. Ja, Zeit heilt Wunden und trotzdem bleibt etwas zurück. Es sind damals 3 aus unserer Mitte gerissen worden, aus dem Feldlager, aus einer Gemeinschaft. Diese Lücke bleibt bis heute. Natürlich vor allen Dingen für die Kameradinnen und Kameraden, die ganz eng mit den 3 verbunden waren. Trotz all dem bin ich heute sehr aufgewühlt. Deshalb, weil einfach nicht nur das Soldatum ist, wie das sonst der Fall ist, sondern weil das etwas ganz Persönliches ist. Beim Abschied genommen damals am Ostersonntag von den Kameradinnen und Kameraden. Und seitdem ist der Zusammenhang zwischen Karfreitag und Ostern auch für mich als Theologe eine ganz andere geworden. Tod und Auferstehung haben dann eine ganz neue Bedeutung bekommen. Und ich denke, das sind die Dinge, die für mich ganz wichtig sind. Wir denken an die Menschen, die damals von uns genommen wurden und auf der anderen Seite für die Menschen, die weiterhin ihr Leben gestaltet haben und immer noch gestalten, sozusagen Leben in der Lage, in einer ganz anderen Lage.